Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Wir sind hier in Schleiede vor dem Galaktik-Hauptquartier und haben ja im letzten Part zum einen den Orden geholt in Blissach und uns hier mit Lebel getroffen, der uns helfen möchte, hier in das Gebäude reinzukommen, um die legendären Pokémon zu befreien. Und dann sprechen wir doch nochmal mit Lebel und schauen, was er denn jetzt genau nochmal vorhat. Hasatu! Sehr gut, wir sehen uns im Lager von Team Galaktik wieder. Bereite dich gut vor, bald stoße ich zu dir. Okay, also. Wir könnten aber gerade... Das Pokémon-Team schaut soweit fit aus, das ist ganz gut. Und das Lager müsste doch dieses Teil hier sein. Ich meine, das hier ist total das Lager. Aber was passiert hier? Ich meine, Lebel... Muss ich nochmal das Schild hier lesen? Wann? Wie kann ich Lebel triggern? Da liegt ein Item rum. Habe ich ganze Zeit nicht mitgenommen. Ein Top-Trank ist super. Da ist auch kein Seiteneingang oder sowas. Erzählt ihr mir das gleiche nochmal? Ja, tut er. Ja, keine Ahnung, ey, was soll ich denn machen? Willkommen, dies ist das Team Galaktik Hauptquartier. Das ist das Schleiede Team Galaktik Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten? Okay, ich kann jetzt nichts machen, als die ganzen Typen hier anzulabern und das Schloss hier. Ich meine, Lebel meinte ja, er hat den Schlüssel. Ah, das erzählt das gleiche wie damals, okay. Der wahrscheinlich auch. Ja. Ja, und der auch. Ja, ich habe immer noch keinen Plan, was abgeht. Das Team Galaktik-Lager. Es ist ein anderes Gebäude. Bin ich gerade irgendwie... Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Voll die epische Musik hier, ey. Alter, es ist ein geiler Soundtrack, mal im Ernst. Boah, ist das ein geiler Soundtrack, Leute, ernsthaft. Natürlich sind Kämpfe mit Pokémon toll, aber das Sammeln von Münzen ist auch super. Eine Bitte der Direktion. Achten Sie bitte darauf, weder Limonade noch Sprudel an den Spielapparaten zu verschütten. Die Spielapparate könnten dadurch Schaden nehmen. Sollte Ihnen dennoch ein Missgeschick unterlaufen, informieren Sie bitte den Empfang. Voll der geile Remix, Mann, im Ernst. Voll episch. Aber eigentlich habe ich gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen Team Rocket-mäßig hier abgeht mit dem Lager von Team Galactic. Oh, es ist gerade eben dunkel geworden, einfach so. Okay. Ich habe immer noch keinen Peil, was ich denn machen muss. Ich könnte das jetzt gerade mal im Poké-Wiki nachgucken, aber ich könnte auch noch ein bisschen suchen. Ah, das könnte das Team Galactic Lager sein, oder? Ah, Team Galactic Privatbesitz. Ja, okay. Aber wir haben ja auch Kraxler, fällt mir gerade ein. Da können wir doch jetzt hier das Item holen. Es gibt sowieso ziemlich viele Sachen, die man mit Kraxler noch nachholen könnte. Die blaue Flöte. Genau das brauche ich. Nicht. Und runter. So. Dann gehen wir mal in das Gebäude da rein. Vielleicht ist es ja das Richtige. Ah, okay. Verstehe. Ah, hallo. Ich habe auf mich warten lassen.
Diesen L-Schlüssel, den ich mit meinem unendlichen Talent Team Galaktik abfluchste, setze ich nun ein. Kaplunk. Ja, Tür und Tor stehen uns offen. Die Jugend lässt im Alter doch den Vortritt, dann breche ich jetzt auf. Bringe dich nicht in Gefahr. Ja, Lebel. Ich habe eine Spezialität gefunden. Und einen Laptop, der nicht eingeschaltet scheint. Okay. Was geht hier ab jetzt? Ich meine... Okay, da ist schon mal ein Team Galactic Fight. Da haben wir einen Typen, der bestimmt nicht kämpfen möchte. Team Galactic wird alle Pokémon befreien. Alle, die es gibt. Wahahaha. Und dann wird alles Team Galactic gehören. Ja, wenn du meinst. Ja, Lebel hat mir den Schlüssel natürlich nicht gegeben. Er hat ihn wieder mitgenommen. Gut, dann kämpfe ich halt hier gegen den Typen. Nun, was haben wir denn hier? Ein Trainer, der sich verlaufen hat? Alter. Der Typ geht einfach mal davon aus, dass ich mich verlaufen habe, obwohl ich gerade in einem Bereich bin, in dem nur Team Galactic sich aufhalten dürfte. Zumal Lebel ja eigentlich auch nicht verkleidet war. Er müsste also auch aufgefallen. Holy shit. Da war gerade so ein fetter Riesenvogel, der so halb so groß war wie mein Fenster. Hat das halbe Fenster verdunkelt. Das war voll creepy. Ein Sternenstück, das gefällt mir. Sachen, die Geld geben, sind immer super. Oh, ich müsste fast mal Volipoba jetzt vorne wegnehmen. Der ist jetzt gut genug gelevelt. Machen wir mal hier Libeldra. Mit dir und diesem unheimlichen Sharon in der Nähe ist unser Hauptquartier nicht mehr das, was es einmal war. Ihr Charaktere habt nun den Charakter dieses Orts verändert. Ja, viel Charakter hatte der Ort wahrscheinlich eh nicht. Ein Ursaring. Ja, okay. Dann machen wir mal hier Superschall. Und natürlich setzt der Finte ein. Drachenklaue. Was, er ist nicht mehr verwirrt so schnell? Wie scheiße. Okay, nochmal Drachenklaue. Tschüss, Ursaring. Und ein Vibrava. Ja, praktisch meine Vorentwicklung. Okay, jetzt machen wir es anders. Vibrava ist ja ein Bodendrachen-Pokémon. Da würde ich mal sagen, machen wir Phenontor. Finte. Eisstrahl. So, das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein. Und tschüss, Vibrava. Und dann geht's hier oben weiter. Ich bin Mitglied des Team Galactic, aber ich habe nicht einmal ein Pokémon. Ich bin so ein armer Rüpel. Aber es ist ja meine eigene Schuld. Ich weiß immer noch nicht, wie die Teleporter verbunden sind.
Ist das jetzt deine Begründung, warum du keine Pokémon hast, weil du nicht weißt, wie die Teleporter verbunden sind? Oh mein Gott. Was glaubst du, wer du bist? Einfach die Hallen des Hauptquartiers zu entehren. Die Hallen des Hauptquartiers zu entehren. Alter, was geht ab bei dir? Triff Zeppeli. Ja, ein Triff Zeppeli. Und ich hätte mein Liebeldra heilen sollen. Vielen Dank für die Info. Firnuntor. Du kannst Unheilböen schon machen, macht halt nur kein Damage. Und Knirscher. Oh. Okay, er lebt noch. Hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn dieses Spiel mal wieder den Balken unnötig lange nach hinten gezogen hätte, um dann doch ein Wanted KO auszusagen. What the fuck, Finalschlag? Alter, an so einen Scheiß denke ich immer nicht, ernsthaft. Ich muss da mal voll drauf achten, ey. Nicht, dass ich da irgendwann mal echt ein Problem mit habe. Das hätte mich jetzt übelst abkacken können, aber ich habe es zum Glück nicht verkackt. So, jetzt machen wir mal hier Heilung. Boah, auch dieses Heilungsding ist so langsam. Ich weiß ja, dass das Spiel eine verdammt lahme Engine hat, aber warum ist denn wirklich alles so grottig lahm? So, dann probieren wir einfach mal irgendwelche aus. Wie ich mich kenne, habe ich zwar irgendwann eh keinen Plan mehr, in welchem ich schon war und welchem nicht. Es gibt nur ein einziges dieser Plattform-Rätsel-Dinger, wo ich mich wirklich auskenne. Und das ist das Team Magma bzw. Team Aqua Hauptquartier in Omega Rubin und Alpha Saphir. Weil ich die zwei Spiele echt so oft durchgezockt habe, dass ich die Kacke in- und auswendig kenne. Was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase solltest deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Ja, beleidigen lasse ich mich aber auch nicht von dir. Vor allem ist es in der Welt der Pokémon doch sowieso so, dass wenn ich dich jetzt in einem Pokémon-Kampf besiege, ich sowieso machen darf, was ich will und du mich vollkommen in Ruhe lässt, obwohl du ein Erwachsener bist und ich nicht. Deswegen wird ein Megane jetzt brutal abgefuckt. Und tschüss! Ein Kamerupt. Ich mag Kamerupt ja irgendwie. Ja, was machen wir jetzt gegen Kamerupt? Das ist eine gute Frage, ne? Ich würde sagen, wir nehmen Voluminas und machen Gesteinsattacken. Am liebsten wäre mir natürlich jetzt Wasser. Aber das haben wir ja auch gerade nicht. Okay, machen wir mal hier Juwelenkraft. Ah, das ist zwar normal effektiv, aber es macht den Schaden, den ich erhoffe. Okay. Holy shit! Dude! Er fuckt einfach mal meinen Voluminas fast ab. Aber Erdkräfte ist auch eine brutal krasse Attacke, muss man sagen. Die ist schon echt heftig. Boah, ich muss mit dem raus. Ich kann das nicht ganz heilen. Ja, aber wie macht man das jetzt? Ich könnte jetzt mit Taubos rein, dann würde Erdkräfte nicht wirken. Aber dann könnte er mit dem Flammensturm Damage machen. Mach mal's, komm. Hau mal's durch. Oder ich hätte auch Libeldra nehmen können. Das wäre noch besser gewesen. Oh mein Gott! Hat er das geahnt? Sag mal echt ohne Scheiß.
Er kann doch jetzt nicht gehofft haben, dass ich auswechsle. Weil Steinhagel wäre ja auf Voluminas nicht effektiv gewesen. Ja, es hat auf jeden Fall die Wirkung gehabt, die ich wollte. Boah, Alter, ey. Wie er mein Voluminas fast abfuckt. So ein Sackgesicht. Kannst nicht einfach hier meinen Tank vernichten mit deiner Scheißattacke. Das geht überhaupt nicht. Ich nehme mir lieber dein Item hier mit. Ein Sprudel. Ja, cool. Warum muss man den erst umständlich in einen Pokéball verfrachten? Du kannst mir die Flasche auch einfach hinstellen. So. Ah, voll vorbeigesneakt hier. Aber ich werde natürlich trotzdem bekämpfen. Angeberei. Ja, komm, ich will rennen dich rein, ich will gegen dich kämpfen. Ah, der will gar nicht kämpfen. Also wenn du zu der Ansprache von Meister Cyrus möchtest, wo war das gleich? Du musst ins Gebäude von Team Galactic in Schleide. So viel ich weiß noch. Geh einfach durch die Tür neben der Anmeldung. So war das doch, oder? Hm, was habe ich gleich mit dem Schlüssel angestellt? Wo ist der nur? Oh, der liegt jetzt bestimmt einfach da. Oh Mann, der liegt halt echt einfach nur da. Meine Güte. Okay. Aber bevor wir... Da geht es nämlich scheinbar hauptsächlich weiter. Ich gehe jetzt mal nochmal zurück, weil es gab noch den anderen Weg. Und den möchte ich dann schon nochmal gucken, ob es da was gibt. Wenn ich denn da... Ich bin ja hier durch diesen Teleporter gegangen und dann gab es ja hier noch die Treppe nach oben. Da hätte ich schon mal nochmal gern lang gegangen. Ich bin sehr kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu meiner Trophäe machen. Du machst mich zu deiner Trophäe. Alter, was geht ab bei dir? Hallo Hunduster. Ja, Hunduster. Was machen wir denn mit dir? Ja, ich denke mal, Voluminas werde ich da nehmen und Gesteinsattacken machen. Der wird mich ja nicht so krass abfacken, wie es Kamerupt gemacht hat. Feuerzahn ist nicht ist normal effektiv, das passt schon. Da machen wir Juwelenkraft, dann sollte das Viech schon erledigt sein. Ich bin 12 Level höher, Leute. Und dann ist das noch Step und Schwäche, also wenn der nicht down ist... Ein Muntier! Ja, jetzt habe ich natürlich Muntier. Ich könnte jetzt für Muntier natürlich Volipurba reinwechseln und eine Kampfattacke machen. Aber so krass erzwingen will ich das jetzt auch wieder nicht. Ich mache es einfach jetzt mit Magnetbombe. Juwelenkraft dürfte auch relativ gut Schaden machen. Dann haben wir den Kampf einfach so erledigt. Ein Fluffeluff! Das ist ja in dem Fall auch noch ein Normal-Pokémon und kein Feen-Pokémon. Dann nehmen wir jetzt einfach Tauboss, da einfach nur, weil er leveln soll. Oder weil sie leveln soll, es ist ein Weibchen. So wie die meisten meiner Pokémon-Weibchen sind in dieser Nuzlocke. Ist euch das eigentlich schon mal aufgefallen? Ja, ich besiege den Galaktiker Rüpel. Diese namenlosen Idioten. So, jetzt pass auf. Was haben wir denn hier? Boah, das sieht aber auch nach, dass es da weitergeht aus. Verschlossene Türen kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wenn ich ein lustiger Bösewicht wäre, würde ich es dir verraten. Aber ich bin nicht lustig. Ich habe auch nicht gehofft, dass du lustig bist. Ich habe den Scheißschlüssel schon.
Du bist zu jung, um zu verstehen, wie sich die Zeiten ändern. Tritt zur Seite und seh zu, wie Team Galactic die Zukunft gestalten wird. Ein Pandir! Mit vollem langweiligen Muster. Hab schon bessere Pandias gesehen. Fliegen! Was zwar in dem Gebäude hier wahrscheinlich nicht sonderlich sinnvoll ist, aber okay. Es reicht auf jeden Fall, um weit hoch genug zu sein, dass Pandir mich nicht trifft. Wie er den Scheißer noch überlebt hat. Flügelschlag. Jawohl, und der wäre auch down. Ja komm, lass kämpfen. Alarm, Eindringling! Man riecht förmlich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Was? Du kannst riechen, dass mit mir was nicht stimmt? Ich hab doch gar nichts Deftiges gegessen heute, dass du das riechen könntest. Und selbst wenn, geht es dich einen Scheiß an. Ein Gardevoir. Das müsste Pflanze Psycho sein. Weil es ist ja keine Fee. Es ist noch keine Fee. Oder ist es dann nur ein Psychotyp? Es ist wahrscheinlich dann nur ein Psychotyp. Würde mich auch nicht wundern. Okay, es ist wahrscheinlich kein Pflanzentyp, aber egal. Ich weiß auch gar nicht, wie ich immer drauf komme, dass die Pflanzen-Pokémon sind. Ich glaube, die waren nie Pflanzen-Pokémon und werden es auch nie sein. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl... Weil man ja da in der dritten Generation Drassler findet, dass man da im Gras und Kirlia dann irgendwie so Pflanzen-Pokémon-mäßig aussieht, habe ich immer das Gefühl, dass die Pflanzen-Pokémon sind. Aber es sind die einfach nur Psycho-Pokémon und später Psycho-Fee. Ja, es hat auch nur Käfer, Geist und Lichtschwäche, also ja, es ist ein Psycho-Pokémon. Oh, ein Farbigel! Cool. Okay, machen wir es so. Jetzt wechsle ich aus, weil dann kriegt Farbigel keine Attacke und hat praktisch mit Nachahmer gar keine Attacke. Was schon ein bisschen bitter ist. Jetzt hat er nämlich keine AP mehr auf Nachahmer und fuckt voll ab. Und ich mache Eisstrahl. Tschüss, Farbigel. Jawohl, das hätten wir. Dann geht's weiter. Dafür brauche ich den Schlüssel hier. Jawohl, was ist das hier für ein krasser Raum? Feuersturm! Ja, das brauche ich aber nicht, ist mir zu ungenau. Aber nice to have ist es trotzdem. Ja, okay, dann hat sich's gelohnt, hierher zu kommen. Da habe ich wenigstens diese Ecke hier noch abgegrast. Und dann geht's nämlich tatsächlich da links weiter. Ich weiß auch nicht, was immer diese ganzen Bösewichte-Teams in Pokémon immer mit ihren komischen Teleportern oder Schaltern oder Verschiebeplatten-Dingern in ihren Hauptquartieren wollen. Das ist doch total dumm. Team Galactic wird alle Pokémon befreien. Alle, die es gibt. Ach, das habe ich ja schon gelesen, was er gesagt hat. Okay, dann gehe ich jetzt mal da rein. Und danach gehe ich die Treppe erst hoch. Ach, das ist schon der Ort hier. Ah. I understand. Ich bin wieder am Anfang. Okay. Und mit dem Schlüssel, den ich da bekommen habe, kann ich jetzt ins Hauptquartier in die Mitte rein und da dann weitermachen. Okay, ich habe das Konzept verstanden auf jeden Fall. Und ich gehe mal auf jeden Fall stark davon aus, dass die
Aktionen, die in diesem Hauptquartier stattfinden, jetzt doch ein bisschen länger sich in die Länge ziehen. Plus ein Story-Part von Cyrus eventuell. Weshalb ich da wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen Überlänge ankündige für den Part hier gleich mal. Wir sind ja fast schon wieder bei 30 Minuten und wenn jetzt dann noch Kämpfe kommen und Cyrus noch labert und so weiter, macht dir die Schleicherei durch unser Hauptquartier Spaß, Eindringling? Jetzt wirst du jedenfalls ohne Schleicherei hinaus befördert. Machst du doch eh nicht. Hallo Hopspross. Ach, ich kann ja auch mit Pflanzenattacken Flugattacken angreifen, ist auch effektiv. Brauche hier gar kein Feuer auswechseln. Mach, hallo! Auch da sind meine Flugattacken gut. Und Flügelschlag. Tschüss, mach, hallo! Mach's gut, Dude! Jawoll! Dein Licht wird verblassen. Von jetzt an leuchtet nur noch Team Galactic. Alter. Hallo Amaldo. Das ist mein Taubos nicht so geil. Aber da würde ich mal sagen, nehmen wir für Amaldo Tornado. Könnte man doch mal machen. Tja, Zondling ist einfach nur eine Kackattacke. Warum hast du die überhaupt? Ja, tschüss Amaldo. Mach's gut. Und ein Rayquaza, jawohl, Hallöchen. Ach, Kumpel. Jetzt muss ich meinen Dragon Killer wieder auspacken wegen dir. Antikraft. Oh Mann. Okay, Eisstrahl, komm. Nicht Drachenklaue hinterher. Ja, okay, das ist arg schnell, ich weiß schon. Alter Bro. Eisstrahl muss ihn jetzt killen, sonst habe ich eventuell ein Problem. Los! Jawohl, kill Rayquaza! Down! Ich wollte auch Taubos anklicken. So, danke schön. Und dann... Oh Gott, jetzt sind hier zwei Teleporter. Da ist ein Teleporter. Ah, und ein Typ im Fernseher. Du wirst unsere Forschungen nicht sabotieren. Für Team Galactic. Ja, ich weiß ja nicht, ey. Ein Psyana, wie knuffig. Hallo Psyana. Aber du bist leider auf der falschen Seite. Deswegen muss ich dich leider mit Knirscher erledigen. Tut mir echt sau leid. Konfusion mit X-Spezial, das macht sogar Damage. Ah, okay, geht. Ach Psyana. Du hast es gar nicht verdient in den Händen dieses Team Galaktik-Forscher-Typen zu sein. Der kann dich doch gar nicht richtig behandeln. Da ist Lebel. Ah, das ist die Ansprache. Okay, dann ist da der Punkt, wo es weitergeht. Dann muss ich erst in die anderen Teleporter rein, weil ich will nichts verpassen. Ich will alles mitnehmen. Da liegen nämlich noch lauter Items rum, die ich haben möchte.
Oh, Doppelkämpfe gibt es ja auch noch. Okay, das wird eine richtig nice Sache. Zauberasche! Ist das nicht dieses Item von Ho-Oh? Okay. Schafklaue. Damit kann ich doch Sneebel entwickeln. Und ich glaube, ich habe einen Sneebel. Finde ich geil gerade. Okay, dann geht es jetzt tatsächlich hier weiter. Ja, dann habe ich alles gesehen. So, Lippel, was ist hier los? Psst, hier drüben. Huhu, diese Zusammenkunft von Team Galactic. Was denkst du, hat sie zu bedeuten? Naja, ich schätze mal, der Boss spricht jetzt gleich. Das denke ich mir. Hochgeschätzte Mitglieder von Team Galactic, hört meine Worte. Mein Name, so wie ich heute vor euch trete, lautet Cyrus. Sag mal, wussten das deine Leute nicht oder warum stellst du dich vor? Diese unsere Welt ist barbarisch und plump, mit diesem Wort unvollendet. Mit einem Wort unvollendet. Schon immer war das Überleben hier in dieser Welt von Mühsal erfüllt. So wird es auch immer da bleiben. Menschen wie Pokémon sind in ihrer Art unvollkommen. Dieser Mangel an Perfektion lässt uns kämpfen, lässt uns andere verletzen. Es ist schrecklich anzusehen. Ich hasse diese Unvollständigkeit. Mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Wesen verabscheue ich sie. Die Welt muss makellos sein, die Welt muss sich ändern. Doch wer übernimmt diese Aufgabe? Wer nimmt es auf, sich sie zu ändern? Ich, Cyrus und Team Galactic. Ja, jeder und jede einzelne von euch. Gemeinsam sind wir Mythen auf den Grund gegangen und haben ihre Geheimnisse offengelegt. Gemeinsam haben wir legendäre Pokémon gefangen. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir über die Energie verfügen, die Welt zu verändern. Welten, die wir uns in Träumen vorstellen konnten, sind nun in unserer unmittelbaren Reichweite. Versteht mich richtig, meine Freunde. Mein langer ersehnter Traum steht kurz davor, Wirklichkeit zu werden. All jene, die zum Kraterberg gehen und jene, die hier bleiben werden. Eine jede von uns hat eine Mission. So unterschiedlich sie auch aussehen mögen, schlägt unser Herz doch für dasselbe Ziel. Ruhm sei mit Team Galactic. Ja! Meister Cyrus ist der Größte! Das war also Cyrus, der Boss von diesem Team Galactic. Eine beeindruckende Vorstellung, oder? Noch dazu für einen so jungen Mann. Als ich noch so jung war, aber eine Welt nur für Team Galactic zu erschaffen, für niemand anderen? Was für ein absurder Plan. So absurd, dass mir ganz schwindelig wird. Aber das kann auch am Wetter liegen. Eine neue Welt? Wie soll die aussehen? Und was passiert mit dieser unvollkommenen Welt? Nun gut, es ist die Aufgabe der internationalen Polizei, diese Dinge zu untersuchen. Und ich bin ja hier der anwesende Vertreter dieser genialen Spürnasen. Somit muss ich mich nun um Aufklärung bemühen. Ich verabschiede mich nun. Sei vorsichtig auf deinen Wegen. Yay, einfach mal hier so betten, Alter. Ja, ich penne einfach mal random im Bett von den Typen hier. Auch in Ordnung. Finde ich gut. So. Oh, jetzt geht's hier auf dem Rückweg zu Doppelkämpfen. Okay, hau mal Doppelkämpfe raus. Auch cool. Genießt du deine verwirrende Tour durch das Hauptquartier von Team Galactic, zu der du keinerlei Berechtigung hast? Hallo kleiner Trainer, du bist bei Team Galactic schon eine Berühmtheit. Wer dich außer Gefecht setzt, bekommt eine Beförderung. Wow, Alter. Volles Kopfgeld, Alter. Was geht? Man darf in dieser Welt also Kopfgeld auf Kinder aussetzen. Warum? Warum hat er einen Achtarer? Du Schänder. Lass die Evolutionen frei. Sie haben euch nichts getan. Aber okay, Nachtara. Da ich gerade nichts habe, was dich offiziell killt, mache ich jetzt einfach mal hier Eisstrahl. Mankey sollte mit dem Flügelschlag erledigt sein. Aber solange nicht das Nachtara so spielt, wie ich es spiele,
Was er, glaube ich, auch gar nicht tun kann, weil er nur die Level-Up-Attacken drauf hat und keine individuellen TMs. Bin ich ja nicht ganz zufrieden. Und es tut mir echt weh, noch Tara zu töten, aber ihr wisst ja, Gegner und so. Hallo Pichu. Hallo Morbel. Oh, das finde ich jetzt super. Weil jetzt wechsle ich nämlich hier zu Volipurba. Und weder Morbel noch Pichu können meinem Volipurba ernsthaft was anhaben. Und für mein Pichu habe ich dann gleichzeitig noch Libeldra. Was auch keine direkte Schwäche zu beiden hat. Finde ich ziemlich knorke. Ja, wobei Libeldra ein Problem mit dem Wasser haben könnte, aber ich riskiere das jetzt einfach mal so und hoffe, dass mein Volipurba das Moabel ziemlich schnell ausschaltet, was bei der Vierfachschwäche mit Blättersturm eigentlich kein Problem sein sollte. Boah, er nutzt die Runde für Gesichter, ernsthaft? Ah, das hat er wahrscheinlich vorher schon eingeloggt, oder? Weil sonst wäre das der total dumme Move. Und hier haben wir Sandgrab, da hauen wir mal hier auf Pichu drauf. So, Zauberblatt auf Moabel, das sollte eigentlich schon der Rest gewesen sein für das Viech. Und tschüss. Boah, er macht einen Sandgrab daneben. In einem Gebäude. Na gut, man kann eventuell so ein kleines Pichu schon verfehlen. Aber nicht mit so einem fetten Sandgrab. Geht gar nicht. Okay, machen wir mal hier. Was machen wir denn hier? Machen wir mal hier Zertrümmerer auf Pichu. Und dann machen wir noch Drachenklaue auf Pichu. So. Das sollte dann für Pichu auch der Rest sein. Oh, das Zertrümmer hat gereicht. Okay, sehr schön. Jetzt macht nämlich das Farbigel wieder Nachahmer und hat nichts davon. Finde ich ziemlich geil. Oh nein, es macht. Wenn es jetzt überlebt, dann bekommt es Drachenklaue als Attacke. Aber ist nicht so schlimm, weil es eh nicht überleben wird. Weil mein Libeldra ewig krass einen Angriffswert hat und ich glaube ich noch Drachenzahn drauf getan habe, soweit ich das in Erinnerung habe. So, dann haben wir das auch erledigt. Oh, schon wieder drei Teleporter. Okay, jetzt schauen wir mal nach. Der führt eine Treppe hoch. Vielleicht kommen ja zwei raus, wo direkt zu Sackgassen führen. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass die dann schon mal aussetzen. Der hier, glaube ich, oder? Das sieht nach einer Sackgasse aus. Hier haben wir mal einen Wasserstein. Oh! Interessante Sache. Könnte ich mal gebrauchen. Eventuell. Okay. Dann hätten wir das. Und wo führt dann der hier hin? Ah, das ist einfach diese Seite hier. Und da ist ein Lichtlehm versteckt. Habe ich mir fast gedacht. Ich meine, das kann doch kein Raum sein ohne irgendwas. Das geht gar nicht. So ist das Spiel nicht ausgelegt. So, dann geht's die Treppe hier hoch. Und da ist der Kampf gegen Cyrus, Leute. Okay. Den machen wir jetzt noch. Und dann sind wir bei einer Dreiviertelstunde, wenn der Kampf gut läuft. Du bist also gekommen. Ich nehme an, du hast meine Rede gehört. Alles natürlich nur eine große Lüge. War insofern, als es in meiner Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galactic. Diese neue Welt wird nur mir selbst einen Platz bieten. Wäre es anders, dann wäre es nicht die vollkommene, perfekte Welt, die mir vorschwebt. Du hast meine Handlanger gesehen, eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nutzlosigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit, es ist spürbar. Es geht dir um Selve, Tobuts und Vesprit, richtig? Du willst sie retten. Nun, meinen Plänen, dann dienen sie nicht weiter, ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie unbedingt retten musst, dann bitteschön, tu es ruhig. Es ist mir einerlei. Oder nein, es würde mir sogar den Ärger ersparen, sie wieder loszuwerden. Eines will ich dir aber noch sagen, ich finde dich recht bemerkenswert. Was verbindet dich mit diesen Pokémon? Rein gar nichts, ist es nicht so? Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt. Doch warum? Nächstenliebe? Mitleid? Diese kläglichen, unnützen Gefühle, sie sind unlogisch und irrational. Nur minderwertige Herzen, wie Menschen sie haben, können solche Empfindungen hervorbringen. Nun hat dich diese Sentimentalität mir in die Arme getrieben. Du wirst es bereuen, der Stimme deines Herzens Folge geleistet zu haben. Boah, Alter.
Mit der Einstellung könnte Cyrus Bossgegner in Kingdom Hearts sein oder so. Da würde der auch voll reinpassen. Und ich muss mir wieder diesen geilen Soundtrack loben, den Cyrus in seinem Fight hat. Einfach nur episch. Boah, Sondersensor, ey. Ja, ich mach Juwelenkraft und dann war's das mit dir. Was tust du, Vulpix? Alter, was? Ich hab noch nie von der Attacke Nachspiel gehört. Und dass die meine Attacke, die ich einsetze, die gesamten AP raubt. Alter, ist das krass. Ernsthaft. Boah, ist die Attacke krass. Die ist gar nicht mehr so kacke. Okay, es ist ein Ramaidon. Und ein Ramaidon... Ein Ramaidon könnte Probleme mit Volipurba haben. Ein Zen-Kopfschuss, der daneben geht. Super geil. Da mache ich mal Zertrümmerer. Wird wahrscheinlich nicht so viel Damage machen, wie ich jetzt denke. Ja, zu viel habe ich mir aber in etwa gedacht, weil von mehr bin ich jetzt nicht ausgegangen. Machen wir nochmal Zertrümmer. Das sollte ihn jetzt dann down machen. Wenn er nicht mit irgendwie einem KP überlebt oder so. Nein, das war gut so. Okay. Oh, Voluminas erreicht Level 50. Ja, okay. Und das ein Kokuna. Alter, was hast denn du für ein Randomizer-Pech, Bro? Das ist ja wirklich krass. Ein Kokuna. Wieso den Leuten halt Kokunas geben und nicht mal ein Bibor? Ein Bibor Level 46 kann eine ganz geile Sache sein sogar. Aber mit einem Kokuna kannst du einfach nichts anfangen. Es gibt auch null Veranlassung, sowohl Raupi als auch Hornliu auf den Vorstufen zu lassen, bevor sie nicht Smetbo oder Bibor sind. Ja, du hattest eindeutig Randomizer-Pech, weil du hast ein richtig beschissenes Team gespielt. Jetzt verstehe ich, du bist wahrhaftig stark und diese Stärke ziehst du aus der Zuneigung, die du deinem Pokémon gegenüber empfindest. Was für eine Verschwendung, diese Gefühle sind doch nur Illusionen. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit, bis das Ende sie für immer vernichtet. Dies ist der Grund, aus dem ich jegliche Emotionen abgelegt habe, denn sie sind nichts als unnütze Sentimentalität. Reden wir nicht mehr darüber. Du wirst meine Argumentation ohnehin nicht verstehen. Doch erkenne ich deinen Mut und deine Stärke an, allein hergekommen zu sein. Nimm dies zur Belohnung. Meisterball! Er schenkt mir den Meisterball. Es gibt keinen besseren Pokéball als den Meisterball. Kein Pokémon, dem du in der Wildnis begegnest, kann sich ihm entziehen. Mir nützt er überhaupt nichts. Pokémon mache ich mir nicht zu Freunden oder Partnern, wie ihr Trainer es tut. Ich setze sie nicht zu meinen Zwecken ein, wie es andere Mitglieder von Team Galactic tun. Stattdessen mache ich mir die Kraft der Pokémon selbst zu eigen. Wenn du die Pokémon der Seen retten möchtest, dann nimm den Teleporter im anderen Raum. Ich begebe mich nun zum Kraterberg. Den Berg will ich erklimmen, um an seiner Spitze meinem Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich meine neue Welt erschaffen. Den Teleporter im nächsten Raum, also den hier. Und da ist ein... Okay. Okay, Leute, was geht hier ab? Voll krass. Schwerschweif. Unsere Taten machen mir ein richtig schlechtes Gewissen. Das Experiment ging wirklich zu weit. Ich weiß nicht, ob die Pläne von meinem Meister Cyrus noch vertreten... Ob ich die Pläne noch vertreten kann. Wow, mir ist viel zu übel, um noch ein Wort zu sagen. Aber was wir da geschaffen haben, wohin soll das alles noch führen? Ach, jetzt kommt euch Zweifel, oder was? Jetzt kommt euch Zweifel. Oh.
Selfie ist hier eingesperrt, die Augen sind zugekniffen, es hat Schmerzen. Ey Dudes, euer Boss hat gesagt, ich darf die mitnehmen, nur falls ihr jetzt kämpfen wollt oder so. Du bist nur hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten? Ich verstehe unseren Boss nicht, ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unehelligt kommen und gehen? Wir, Team Galactic, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt, ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigungen am See. Ach, er will aus persönlichen Gründen mit mir kämpfen. Was für ein Assi! Mit einem Cresselia. Ja, natürlich, Bro. Du hast einfach mal ein geileres Pokémon als dein Boss. Aber auch du hast ein Problem mit meinem Ferontor. Denn wie die meisten legendären Pokémon ist Cresselia ein Psycho-Pokémon. Was ein bisschen problematisch für dich werden könnte. Zumal ich schon mal ein Cresselia-Blatt gemacht habe. Ich glaube, es hatte sogar ein Arena-Leiter mal eins. Das war, glaube ich, der 6. aus der Stahl-Arena. Wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Ich meine aber schon. Bodyguard, warum machst du jetzt Bodyguard? Du... Was für eine dumme Aktion ist eigentlich das gerade gewesen, jetzt Bodyguard einzusetzen. Tschüss, Cresselia. Jetzt trifft gleich der Seher, aber sollte kein Damage machen. Ein Schlugfehl. Haha. Arctos. Er hat einfach mal noch ein Legi. Was ist denn los, Randomizer? Warum gibst du dem Typen hier jetzt legendäre Pokémon? Alter, der hat einfach mal ein Arctos, ey. Sauber. Und noch ein... Und ein Pichu! Cresselia! Arctos! Pichu! Das ist so göttlich, wirklich. Okay, jetzt pass auf. Wir machen hier jetzt Flammenwurf. Das sollte so ein Pichu auch stressen. Vor allem, wie ein Pichu Level 44 hat. Aber gut, es entwickelt sich durch Freundschaft. Das kann gut sein, dass das Viech einfach keine Liebe von dem Typen erfährt und sich nie entwickelt. Das ist sogar realistischer und so, wenn man es so sieht. Ah, warum bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Saturn und selbst Cyrus scheitern an seinem Kind. Die Situation bei der Team Galactic ist überaus besorgniserregend. Auch Cyrus' Plan da oben am Kraterberg scheint nicht ganz unproblematisch. Und ob der überhaupt funktionieren wird, ist fraglich. Man sollte eine völlig andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Sharons Genie angemessen ist. Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigte diese rote Kette, um etwas an den Kraterberg zu ketten. Und es scheint, dass er sie auch braucht, um etwas zu erschaffen. Mehr weiß ich nicht. Wer weiß schon, was er da oben eigentlich vorhat. Okay, dann hätten wir das. Und dann können wir ja jetzt diesen Überlänge-Part beenden. Ich gehe jetzt zurück. Da war, glaube ich, ein Teleporter, der direkt nach draußen geführt hat, soweit ich das gesehen habe. Genau, es ist nämlich hier offen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz gucken, wo es hier lang geht. Because I'm neugierig. Ah, das ist der Raum zu einem Sprechding hier. Okay. Okay, macht Sinn. Okay, dann komme ich jetzt hier raus. Und dann würde ich sagen, wir gehen, wie es zu 90% in meinen Nuzlocke-Parts passiert, im Pokécenter auf. Und beenden den Part. Und ich würde sagen, wir haben doch heute einen ganz netten Fortschritt gemacht. Wir haben den kompletten Team Galactic-Part gemacht, den G-Schlüssel geholt und das Hauptquartier noch fertig gemacht, mit den Kämpfen gegen Cyrus und die legendären Pokémon befreit. Ich würde sagen, das ist doch eine ganz gute Bilanz. Dann sehen wir uns im nächsten Part und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ciao!